Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Am Tag 4 bei unserer Mission findet unseren Sohn. Also wir finden unseren Sohn. Ja. Was auch irgendwie ein bisschen falsch klingt, ne? Ja. Aber wir können hier essen, sagt er gerade. Das Fleisch kann ich essen. Ja. Und zack, lecker. Oh, ist sogar direkt satt. Müssen wir nur noch gucken, ob wir Wasser hier haben. Oh, leer. Ja, leider alles. Machen wir mal den Regentanz. Machen wir mal den Regentanz. Witzig, Kollege, witzig. Gestern hat er geklappt. Ne, vorgestern war das, ne? Vorgestern war das, genau. Ja, da hat es geklappt. Was liegt denn hier auf dem Boden rum? Ne, eine Zunge oder was war das? Ja, ne, ein Schildkrötenkopf. Kann ich ihn hier reinschmeißen? Nee. Weiß ich nicht. Okay. Ne, nur wegschmeißen, aber nicht rein. Ja, ich habe noch zwei Getränke. Ja. Ja, bei mir sieht es nicht anders aus. Dann warte ich aber noch mal, bis ein bisschen mehr weg ist, weil ich glaube, das füllt komplett auf. Und wenn ich jetzt halb voll bin. Nein, das füllt nicht komplett auf. Nee, okay. Einfach trotzdem noch ein bisschen nicht, dass ich da. Je nachdem, wie viel du Eis schon verbraucht hast. Okay. Ja, ich würde sagen Holz, ne? Ja, was anderes bleibt uns ja wohl nicht anders. Was hast du gesagt, oder? 800 noch was, wobei ich sie immer nur sehe. Ach, deswegen, das sind immer so kleine 265. Abschnitte. Das sind immer kleine Abschnitte und immer wenn ein Abschnitt fertig ist. Wird es einer weniger. Ja, dann. Ja. Zum Beispiel. Nein, aber dann macht das dieses Ding-Geräusch, weißt du? Also ja, dann. Also wir brauchen noch 235, ja. Und man muss auch immer klicken, wenn man mit der Axt zuschlagen will. Ja, genau. Müsste ich eigentlich mittlerweile wissen nach dem 100. Baum, aber. Eigentlich und uneigentlich, wie war das? Ah, der ist nicht so weit geflogen. Sagst du jetzt? Wer sagt jetzt? Sagst du jetzt? Wer lacht? Dachte, das sagst du jetzt? Dass der Baum fällt. Ja, nee, dass das Ding nicht so weit geflogen ist. Ja, ja, aber vorhin ist es richtig hoch geflogen. Einer. Sind Bären, die man essen kann, ist das ratsam? Teils ja, teils nein. Hm, dann lasse ich das. Also ich futter die Tiere, die momentan hier rumhängen, ne? Okay. Also je nachdem, was für eine Farbe der Busch hat, wenn die blau ist, kannst du sie futtern. Okay, da waren aber immer schwarz und blau irgendwie. Also, na, egal. Beim nächsten Mal probier es einfach. Was passiert, sterbe ich oder kann ich mir dann was anderes holen? Vergiftest du dich nur dann ein bisschen damit. Haben wir ein Gegenmittel? Nee, ne? Doch, du hast doch die Medizin bei dir. Ach, in der ja, Tasche. Stimmt, okay. Ein paar hab ich davon. Oh! Was denn, was heißt oh? Ja, Baum fällt und Baum hat mich getroffen. Oh, würde ich auch sagen dann. Feinzahn Medizin, press E, du restart now, E. Ist er tot, oder? Der ist survived, ja, 3 Tage, da war noch ein Monster bei mir dran. Der hat mich gefressen. Quatsch. Nein, doch, das war so. Wo bist du? Bleib so, ich komme. Was, bleibst du? Ja, ich muss ungefähr wissen, wo du bist. Ich bin auf wenn du Zaun. Spawnst. Geil. Was dachte ich nochmal zu, Da bist du, ja. Tot. Ja, nee, ich bin gleich tot. Der ist soweit null. Oh. Ja, ich habe mich übrigens gegen den Kaffee entschieden und für ein Energy. Ach so, jetzt doch. Das ist, ja, das ist schon mal cool. Ja. So können wir noch ein paar Tage aufnehmen. Also ein paar Tage hier hingehen. Hm. Ich glaube, du bist das mit der Schrift. Ja, jetzt ist der Totenkopf auch verschwunden. Oder? Nein. Doch, also. Vorher hatte ich ja vor deinem Namen noch einen Totenkopf. Der ist jetzt weg. Nein, ich habe den aber noch. Okay. Also es kann sein, dass ich gleich mit Begleitung komme, ich weiß es noch nicht. Ja, ich gehe in Kampfposition, ich trinke was und dann. Bären, 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 wo sind die Bären? Und was hast du hier aufgehangen zum Essen? Fleisch einfach? Au, 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 das wird laut. Ich komme in Begleitung.
Ja, ich komme dahin. Ja. Ich kann mich jetzt nicht umdrehen und ich kann nicht mehr rennen. Lauf. Jump, 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 runter. Jump, jump. Runter, ja. Hier bin ich. Ja, warte, 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 warte. Da. Ich renne, ich renne, ich komme. Heile, ich sehe noch nichts. Ja, wie gesagt, ich habe nur was schreien hören bei mir. Wer ist da mal Glück? Ich gucke noch, ich beobachte. Erstmal direkt durch zum Essen. Ja, mach das. Ich bin so am Beobachten. Sag, wenn du safe bist. Jo, es futter gerade was und lauf schon mal weiter. Okay. In meiner Tasche, wo ich gestorben bin. Ja, besser. Wo bist du denn jetzt gestartet? Oder wo bist du respawned? Gerespawnt bin ich am Flugzeug. Echt? Okay. Ja. Ich dachte man hier da, wo man gesaved hat. Nein, nein. Jetzt mal am Flugzeug, okay. Okay, dann komme ich jetzt wieder zurück. Hab zumindest alles wieder gefunden jetzt. Nochmal hier, die Koffer sind wieder frei, sind oben. Ja, das Katsching kommt, wenn du einen Abschnitt geschlossen hast, komplett. Verdammt. Aber hier, dass ja jeden Tag die Koffer wieder im Zu sind, ne? Das ist cool. Das ist echt gut. Aber unrealistisch. Unrealistisch, aber trotzdem gut für uns. Ja, ich nehme es ja auch so zur Kenntnis, aber. Aber Hauptsache, ich könnte jetzt schlafen, ne? Warum? Ich weiß nicht, weil mit die Hälfte des Tages wieder rumgeht, keine Ahnung. Wir müssen auch Baumstämme dran. Ja, ja. Ich mach welche. Ganz toll. Ich war erstmal am Brennen gerade, super. Ja, war ich heute, war ich ja auch schon am ersten oder am zweiten Tag, als das Feuer aufgestellt hat. Naja, ich bin auch gerade durchs Feuer gelaufen. Ja, ist gut, dass das Wasser in der Nähe ist. Ja, genau. Chef, oder wäre jetzt auf einmal ein Zaun dann? Oh nee, ne? Das ist schon ein bisschen kacke. Ja, dadurch, dass es ja so geplant hast, ist doch ganz gut. Solange nichts übers Wasser kommt, geht das ja. Ja. Das habe ich ja vermieden bis jetzt. Mhm. Super, ich habe noch eine Dose. Es muss regnen. Am besten bauen wir auch noch welche auf. Ja, ja, ich bin schon dabei. Die Stockdinger sind auch voll, ne? Hast du gesagt? Hm? Die Stockdinger sind ja auch voll, hast du gesagt? Ja, ja, deswegen, ich kann direkt aufbauen.
Achso, ich wollte das Fenster raus. Das geht ja nicht. So, ist wieder voll. Super. Ich hätte direkt neue bauen. Ja, weil ich wollte nämlich gerade. Dachte, Scheiße, jetzt kannst du die gar nicht loswerden, die Stöcke, aber dann hast du ja gesagt, du hast rausgenommen. Deswegen kann ich dann doch mal hinbringen. Ich bin durstig. Es muss regnen. Wo ist denn der Baum? Bin draußen mal draufgeschlagen, fällt der Baum nicht um. Wenn es den Baum nicht mehr, jetzt ist der Baum weg. Ist eigentlich der Schlitten abgeblieben? Den hab ich in der Hand. Gut. Da steht auch ein Gegner unten in das Tal sozusagen. Ein paar Bäume hier. Jawoll! Was die Bären, die ich hier gerade futtern kann, sind durstlöschend. Echt? Gut. Ja, die blauen Bären sind durstlöschend. Ach ja, ich habe übrigens ein zweites Ding für Äste, also Stecker, gebaut, ja. Und auch bin gerade dabei, auch noch für Steine Nummer 1 zu bauen. Ja, cool. Jo, die Steine sind voll. Perfekt. Ja, wobei voll heißt schon jetzt nichts mehr auf. Nein, ich meine, das zweite Ding ist jetzt fertig damit. Okay. Das war damit gemeint. Übrigens, die Medizin, die du meintest, ist an der Tasche neben dem Funkgerät. Ja, ja, habe ich ja dann auch gesehen, als es brauchte.
So, die Regale sind fertig. Eine Dose und eine Medizin ist drin. So. Alles, was meine Tasche hergab. Beide Regale sind fertig? Ja. Das ist gut. Auch immer wir Grether 6 brauchen. Ja. Achso, ich hab's gefunden. Für was wir brauchen? Fürs Feuer, ja, ja. Okay. Was ist denn immer dieser bunte Pfeil, den man da also? Ich weiß es nicht. Wo sieht man den mal? Ja, schon wieder Hunger. Ja, super, die Schränke sind voll. Echt? Hast du vollgepackt? Ja, ja, klar. Wir trinken auch jetzt? Trinken sind zwei Dosen gerade mal da. Also, zu sagen, voll kann es ja nicht sein. Aber die ganzen Snacks liegen da drin. Ach so, die kannst du auch da reinpacken? Ja, ja, klar. Stimmt, ich kann nur noch E drücken. Ja, ja, ist auch gut. Sind wir erstmal ausgerüstet, ne? Mhm. Ich wollte jetzt gerade nochmal ein Feuer, nochmal ein Wassersammelbecken. Ja, ich mache jetzt weiter Zaun. Ja, müssen wir ja. Ja. Ist gut, dass du das da hinten. Ich mache eher die grobe Arbeit, du die Scheide dann. Ja, wobei du da auch Zaun mitmachst. Ich hab keine Energie mehr. Wir sollten nachher mal so ein Beet oder so anpflanzen. Ja. Wenn du mir sagst, wie direkt machen wir das. Bei Food, bei U und dann musst du bis nach Food gucken. Achso, okay. Wenn ich habe anscheinend können wir ja dann was anpflanzen, weißt du? Ja, ja, klar. Irgendwie einen Bären oder sowas. Oder einen Fuchs. Ah, ah. Ja, ein paar Seeds haben wir ja hier Kornseed, also ich denke mal so Mehl oder sowas können wir bestimmt dann machen oder so. Bestimmt. Dass wir sowas irgendwie backen können dann, ja. Wie auch immer. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Zumindest habe ich bis jetzt erst nur diese. Weil Kornblumen sind eigentlich keine Korn, aber wir werden es dann sehen. Wenn wir ein Beet haben, können wir bestimmt irgendwie drücken und dann. Baum fällt! Ja. Nein, ich lauf da jetzt nicht hin. Besser nicht. Hab eine schlechte Erfahrung damit gemacht. Ja. Ich würde sagen, es wird dunkel. Ja. Ich nehme die letzten jetzt mal mit und dann machen wir halt erstmal. Oh, wir sind einiges angeblitten wieder. Aber wir brauchen noch einiges, 200 Stück. Minus 2. Ich hab auch 2 in der Hand.
bin ich hungrig und durstig. Sehr gut. Wenn schon, denn schon. Wenn dann richtig, ne? Müsste ja was da sein. Vielleicht regnet es ja auch bald mal. Regner, Regner, los. Mach doch die drei Dinger wieder dahin. Kommst du schlafen? Ich komme, ja. So. Und mit dem schönen Blick verabschiede ich mich für heute. Von Tag, ich war, glaube, 4 war das. Ja, genau. Ich, genau, wenn euch was auffällt, wenn ihr Ideen habt, einfach runterschreiben. Ansonsten lasst einen Daumen da und abonniert. Ja, ich verabschiede mich. Tschüss.